bei der Garage sieht man, dass das Dach schon ein bisschen abgesenkt ist. Die beiden Holzbalken, die hier längs übers Dach gezogen sind, reichen nicht aus, um das Dach zu halten. Man sieht schon, dass hier in der Mitte ein dicker Draht vom Vorbesitzer durchgezogen wurde, welcher das Dach so ein bisschen halten soll. Das ist natürlich nur notdürftig. Wir haben vor, Stahlträger zu besorgen und diese dann quer zu den Holzbalken anzubringen, sodass das Dach wirklich auch gestützt ist. Weil das mit dem Draht wird natürlich auf Dauer nicht ausreichen. Im Winter ist hier auch immer eine enorme Last noch auf dem Dach drauf, weil hier kann es ja auch zu meterhohem Schnee kommen. Das Ganze drückt aufs Dach und die Sorge, dass das Dach diesen Winter oder nächsten Winter vielleicht einstürzen wird, ist da. Und dem wollen wir natürlich vorbeugen, dass wir die Garage auch nutzen können und jetzt hier nicht was Neues bauen müssten dann. Das ist jetzt erstmal unsere Konstruktion. Wir haben vor, das Dach jetzt erstmal ein wenig anzuheben. Dafür haben wir ein Holzbrett oben befestigt und einen Wagenheber zwischen hingestellt. Dieser Wagenheber, den werden wir anheben und gucken, ob wir das Dach damit anheben können. Wenn das möglich ist, werden wir an beiden Seiten Holzbretter hinstellen oder Holzbalken hinstellen. Obendrauf kommt der Stahlträger und dieser wird das Dach dann oben halten. Das Dach ist jetzt angehoben, es funktioniert. Das Dach ist aber nur um 2 cm angehoben. Und wir haben gesehen, dass sich hier das Kantholz langsam ein bisschen durchbiegt. Das heißt, wir werden das Ganze verstärken, indem wir hier drunter noch einen Rand machen. Und dann gucken wir, ob wir das Dach noch ein bisschen mehr gehoben bekommen, weil das reicht noch nicht aus, dass das Dach gerade ist. Circa 3 cm. Hält das? Ja. 3 cm. Was sind jetzt, wenn hier beim 1 cm hält, hochgeht, das sind jetzt 3 cm. Ein bisschen mehr als 3 cm, 3,2 oder 3,3. Nur 3 cm. Ja, aber ein bisschen geht der noch. Oder biegt es ja schon? Nee, aber der. Für ihn ist es wahrscheinlich zu schwer. Wie viel brauchen wir jetzt dafür? Das haben wir 4, ein bisschen mehr als 4. 4 sind wieder. Ein bisschen mehr als 4. Wir haben uns jetzt einen Stempel geholt, der schafft 6 Tonnen. Das ist mehr als das Dach wiegt. Jetzt ist das Dach schon aufgebockt. Die Konstruktion funktioniert. Das Dach ist sicher aufgebockt. Es ist 4,5 bis 5 cm angehoben, was genug ist, dass wir den Stahlträger zwischensetzen können. Jetzt sind wir dabei, die Holzbalken an der Wand zu befestigen, wo dann der Stahlträger nachher drauf liegen wird. Die eine Seite ist jetzt gemacht. Die andere Seite sieht man, den Holzbalken hier werden wir gleich auch an der Wand befestigen. Das Dach noch ein kleines bisschen anheben, um den Stahlträger ranzubekommen, damit er dazwischen passt. Und dann wird das Dach runtergelassen und wir sind durch. Wir haben uns jetzt den Stahlträger besorgt, den wir einbauen wollen, um das Dach zu stützen, dass es nicht einbricht. Und jetzt wollen wir den schneiden auf die Länge, die wir brauchen. Und die nächsten Arbeitsschritte werdet ihr dann jetzt nach und nach sehen. Thank you.
Der Stahlträger ist jetzt geschnitten. Hat ganz gut geklappt, finde ich. Nur, dass ich mir nächstes Mal, glaube ich, eine andere Hose dafür anziehen werde. Und mich ein bisschen anders positionieren werde. Denn gut, dass ich was unter der Hose anhatte. Die ist durch. Bis hier nach unten hin spürt man, dass alles verbrannt ist. Also, das müsste jetzt passen. Ach, stell bei dir drauf. So, jetzt drauf. Passt. Ich lasse ganz langsam runter. Gut. Es setzt sich. Passt. Ja, passt. Dach ist unten. Super. Also es ist hier noch ein bisschen dran, aber das Dach steht hier schon drauf. Super. Aber hier ist noch ein bisschen Platz, ne? Bei deinem Geschnippel. Das ist okay, ja. Nee, das ist ein bisschen, ja. Muss ich halten? Nee, musst du nicht mehr halten. Jetzt ist das Dach drauf. Das Dach ist drauf. So, Dach ist gestützt. Nur noch alles befestigen und geschafft. So, das machen wir nachher, befestigen wir. Das kann jetzt stehen bleiben. Ja, das kann jetzt stehen bleiben. Da passiert nichts mehr. Jetzt kommt die letzte Konstruktion weg und dann sind wir durch. Okay. Ja. Hier komme ich nicht so richtig. Ich kann drehen, dann kommst du ran. Ja, du kannst. Jetzt kommst du ran. Klar. Und dann drehen wir. Noch mehr. Ja, wunderbar. So. Perfekt. Der Winter kann kommen. Ja, der kann wirklich kommen. Der Schnee kann kommen. Der Schnee wird jetzt den Dach nicht mehr einstürzen. Naja, nicht mehr so eindämmen lassen. Ne? Ja, einstürzen auch nicht. Perfekt. Aber jetzt gehen wir essen. Ja. Danach nur noch ein bisschen befestigen. Aber es hat geklappt, wir freuen uns. Hat ein paar Tage gedauert, wir haben lange gebraucht dafür. Aber es klappt, es hält. Super. Ja, weil wir nicht das richtige Werkzeug gehabt haben, ne? Müssen wir alles besorgen, ne? Ja, jetzt hat es endlich geklappt. Bis zum nächsten Mal.